Der What's Next Faktencheck ist eigentlich immer so für die Ausbilderinnen und für die Ausbilder der stressigste Teil dieser Sendung und für die Schülerinnen und Schüler ein ganz entspannter, denn ihr dürft jetzt eure Fragen stellen. Wir haben keine Ahnung, was jetzt kommt. Wir wissen nur, du hast exakt 12 Sekunden Zeit zum Antworten. Bist du bereit, Shannon? Ich bin bereit. Dann Emma, stell bitte deine erste Frage. Wie lange dauert es, ein komplettes Einfamilienhaus in ein Smart Home umzugestalten und wie viel kostet sowas? Das ist eine super interessante Frage. Das ist natürlich immer ganz individuell, wie groß das Haus ist. Deswegen, falls da Interesse ist, am besten immer direkt auf unsere Mitarbeiter zukommen und dann würde das dann alles kalkuliert werden. Es gibt ja die Möglichkeit, den Mitarbeitern steuerfrei 3.000 Euro am Ende des Jahres zu geben. Werden Sie davon Gebrauch nutzen? Ja, also das ist die Inflationsprämie, die ausschüttbar ist. Ist ja bis Ende nächsten Jahres kann man die ausschütten. Da ist es gerade unser Strategiekreis bei, wie und in welcher Form das gemacht wird. Was für Aufgaben gibt es bei Ihnen noch neben dem Verkauf? Da gibt es ganz viele vielfältige Aufgaben, zum Beispiel auch Thema Logistik, also alles, was rund ums Lager geht, als auch die Ware zum Kunden zu bringen, also Berufskraftfahrer. Das ist natürlich auch noch eine Hauptaufgabe von uns. Was kann man tun, wenn etwas im Smart Home nicht reagiert bzw. mal ausfällt? Da kann man natürlich als erstes beim Servicetechniker anrufen, der kann einem dann weiterhelfen und dann wird man eine Lösung finden, wie man es wieder zum Laufen bringt. Wie reagieren Sie auf schlechte Bewertungen im Internet? Wir nehmen Bewertungen natürlich sehr ernst und werden darauf dann auch antworten, uns das zu Herzen nehmen, versuchen rauszufinden, ob es da einen konkreten Grund gibt, ins Gespräch zu kommen und dann das hoffentlich zu klären, dass es dann besser wird. Wie bekomme ich ein Objekt aus Ihrem Ausstellungsraum als Privatperson zu mir nach Hause? Sie kommen ins Ausstellungshaus, suchen sich was aus und der Fachhandwerker würde das dann bei Ihnen zu Hause einbauen. 6 ganz unterschiedliche Fragen, 6 ziemlich coole Antworten und nur einmal ganz knapp überzogen. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Also von daher hohen Respekt. Und vielen Dank, Shannon, dass ihr das Unternehmen Hempelmann und die Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt habt. Sehr gerne. Wir gucken jetzt mal, was es vielleicht noch für andere Möglichkeiten gibt, denn in jeder Folge gibt es auch immer die Job-News. Da kriegt ihr ganz spannende Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt. Wenn ihr euch das in der Kürze der Zeit nicht merken könnt, lohnt es sich, auf unserer Webseite vorbeizugucken bei whatsnext.digital-pioniere.com. Also geht dahin oder folgt unseren Kanälen auf Instagram, auf TikTok. Dann halten wir euch immer auf dem Laufenden. Und jetzt hält euch erstmal Maja auf dem Laufenden.